Fast alles um uns herum ist bedruckt oder mit Lacken und Farben beschichtet. Aber wie diese Beschichtungen im industriellen Maßstab auf die verschiedenen Oberflächen gelangen, ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Dabei gibt es einige interessante Beschichtungsverfahren. So funktioniert zum Beispiel der Druck einer Zeitung oder eines Magazins. Beim Offset-Druck gelangen die Druckfarben über Druckplatten auf Gummiwalzen, die wiederum die entsprechenden Grundfarben Cyan, Magenta, Yellow und Black an den vorgesehenen Stellen auf das Papier drucken. Das klingt noch relativ einfach. Aber schon beim Kühlschrank wird es komplizierter. Dieser könnte beispielsweise mit einem Pulverlack beschichtet sein. Bei dieser Art der Beschichtung werden die zu lackierenden Teile elektrostatisch aufgeladen. Das negativ geladene Farbpulver wird nun vom positiv aufgeladenen Produkt angezogen und bleibt daran haften. Und wenn mal was daneben geht, kein Problem, denn das sogenannte Overspray wird aufgefangen und kann weiterverwendet werden. Im Ofen bildet sich bei etwa 140 bis 160 Grad eine widerstandsfähige, matte oder glänzende Lackoberfläche. Die Beschichtung mit Pulverlacken ist eine äußerst umweltfreundliche Beschichtungsmethode. Sie sind lösemittelfrei und es entsteht kein Abfall. Unser Kühlschrank könnte aber auch mit dem sogenannten Coil-Coating-Verfahren beschichtet worden sein. Dies ist beim Korpus und den Türen der sogenannten weißen Ware wie Waschmaschinen, Gefriertruhen oder Trocknern häufig der Fall. Coils sind gewalzte Metallbänder, die sozusagen am laufenden Band lackiert werden. Rund 200 bis 300 Quadratmeter schaffen moderne Anlagen pro Minute, und zwar auf der Vorder- und Rückseite gleichzeitig. Nach der Reinigung und der Vorbehandlung der Bänder wird ein Primer appliziert, der vor Korrosion schützt und für eine bessere Haftung des anschließenden Decklacks sorgt. Dann wird die Lackierung in großen Öfen bei rund 250 Grad Celsius eingebrannt oder aber mit Hilfe von UV-Strahlen in Sekundenschnelle getrocknet. Dann werden die Bänder wieder aufgewickelt und beispielsweise zu einem Hersteller von Küchengeräten transportiert. Man kann die lackierten Alu- oder Stahlbänder schneiden, kanten, stauchen und biegen, ohne dass die Lackierung Schaden nimmt. Das Verfahren ist äußerst effizient. Der Lack wird zu 100% verbraucht und es fällt kein versprühtes Material an. Die Lackierung ist äußerst robust. Ähnlich sieht die Sache bei der Autoserienlackierung aus. Sie besteht allerdings aus 4 Schichten. Zuerst wird die Karosserie mit einem sogenannten Elektrotauchlack komplett grundiert. Damit ist sie vor Korrosion geschützt. Danach kommt der Füller. Er hat gleich mehrere Aufgaben. Er schützt vor Steinschlag und gleicht kleinere Unebenheiten aus. Und er sorgt auch dafür, dass anschließend der farbgebende Basislack gut haftet. Damit erhält jeder Wagen seinen individuellen Farbton. Diese Arbeiten werden heute vollautomatisch von Lackierrobotern übernommen. Und zum Schluss der Klarlack, damit die Oberfläche auch schön glänzt und vor Umwelteinflüssen gut geschützt ist. Elektronik und Elektromotoren spielen in unserer modernen Welt eine immer größere Rolle. Bereits heute sind beispielsweise in jedem Auto mehrere Kilometer Drähte und Kabel verbaut. Damit Elektromotoren und Elektronik funktionieren können, müssen die leitenden Drähte perfekt voneinander isoliert sein. Sonst würden Kurzschlüsse entstehen. Für diese Isolierung sorgen sogenannte Drahtlacke. Der Draht wird von Spulen abgewickelt und durch Düsen geführt, die den Lack auf den Draht sprühen. Dabei werden bei Feinstdraht Geschwindigkeiten von bis zu 1500 Metern pro Minute erreicht.
Ob gespritzt, gedruckt, gewalzt, gepulvert, getaucht oder gezogen, die Applikationsverfahren von Lacken und Farben sind ebenso vielfältig wie die Beschichtungssysteme selbst.